So, und ich begrüße euch mit dem hier. Weil nämlich Pillow schön im Feuer sitzt und es aussieht, als würde er gerade seine, ja, ich sag's das mal so, die Maronen brennen, ne? Sag's mal so. Rührei, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Gibt's auch, Warte, er wird angegriffen. Halte ich für ein Gerücht. Gibt's auch Schmerzen oder sowas? Pain? Nee. Nee. Was gibt's noch für Emoticons? Salute Loop gibt's auch. Was? Salute Loop. Wie geht das? Wie das geschrieben? Salut? Und dann? Salute und Lob. Mit Doppel-O. Mit B in Lob? Nee. Mit P. P. Loop. Wie etwas loopen. Warum macht meine das? Achso. Okay. Salute Loop. Dann gibt's noch ein zweites. Noch. Was ist denn das? Dagger. Was gibt's denn noch hier? Heartbroken. Hi. Scared. Zwei? Nee, gibt's nicht. Ja, egal, komm, jetzt machen wir, lass es mal weitermachen, ey. Könnte eine ganze Folge voll Emoticons machen, einfach nur. Wir scheiße machen. Warte. Ich mach das nächste Mal, glaube ich. Machen wir hier sowas hier. Sound muted. Upsa. Sound resumed. Surrender. Na komm. Wo müssen wir jetzt nochmal lang? Da lang? Wir müssen zu Schwarzer Pfeil, oder? Erreicht die Allee? Nee. Nee, anderes. Sprecht mit Lambur. Genau. Und zwar, ich spreche mit Lambur, genau. Ja. Aufgefallen, was für riesige Wespen hier sind. Wo? Weil oh ja, links. Tatsache. Boah, krass. Level 6. Wespe Level 6, cool. Könnte ich one-hitten. Echt jetzt? Ja, steche nicht in der Mitte auf und dann bist du auf. Oh Gott, okay. Krass. Was ist denn das? Ein Hund. Ein Hund. Hast du nie einen Hund gesehen? Das sah so komisch aus. Was ist das denn für ein Hund? Voll die missgebildete Hunderasse hier. Was hast du jetzt gesagt? Ja, komm. Katzen sehen hier besser aus. Eindeutig Katzenmenschen, die hier programmieren. Vielleicht sollte ich Chagrot töten und die Vor allem, wenn ich schon Katzen als Rasse einbaue. Dann könnte ich jedem sagen, dass er verschwunden ist. Und man nimmt doch keine Abkürzung. Du musst hier wie ein aufrechter Bürger über den normalen Weg gehen. Ich bin immer kein aufrechter Bürger. Ja, ich bin kein merk's. Ork. Ja. Das war Teil eines größeren Plans. Da bin ich mir sicher. Was ist denn geschehen? Der Blutdorn-Kult hat die Festung angegriffen. Sie wurden zwar zurückgeschlagen, aber sie haben eine bretonische Schriftrolle gestohlen, die Orks vor langer Zeit gefunden hatten. Häuptling Tatskul denkt, egal, wo wir der Angriff sind. Sei ein Fehlschlag gewesen. Doch ich bin mir da nicht so sicher. Wir müssen eher alle drei Sachen machen. Warum ist sie sich nicht sicher, dass das ein Fehlschlag gewesen ist? Die Kultisten zogen sich nach dem ersten Ansturm zurück. Sie kamen nur her, um diese Schriftrolle zu stehlen. Da bin ich mir sicher. Aber warum? Haben sie uns eine Falle gestellt? Wir müssen es herausfinden, bevor der Häuptling sich zum Angriff entschließt. Okay, wie kann ich helfen? Beginnt bei Schamanin Laganak. Sie hat die Rituale der Blutdornen in den zerschliffenen Hügeln beobachtet. Sie wartet am Langhaus, südlich von hier. Es wurden auch Kultisten nördlich von hier in Moriseli und westlich in Düsterfeld gesehen. Was sagt ihr mir jetzt hier, wenn ich das alles anklicke? Was könnt ihr mir über Moriseli erzählen? Es ist eine Aleiden-Ruine. Eine Ruine, okay. Vor Jahren haben uns was ist mit Düsterfeld? Ist ein Friedhof. Friedhof? Und keiner was? Von uns. Zerschliffenen Hügel? Größtenteils ist es eine Wildnis. Wildnis. Es gibt Aleiden-Ruinen, aber sie wurden schon lange geplündert. Cool, Aleiden-Ruinen, da können wir ja noch die andere Quest machen, gell? Richtig, deswegen ist es ja egal, wann wir die Quest machen. Wir kommen das heißt, hier kommen wir flüssig durch. Das heißt, wir gehen jetzt geht zu den Kultisten in Düsterfeld, oder?
Ja, Moment, ich muss gerade noch verzaubern. Gut. Bezaubern, verzaubern. Ich mag auch bezaubern, das bringt mir nichts, oder? Aber ich könnte hier. Was habe ich hergestellt? Ich möchte hier mal ein bisschen was machen. Was kann ich denn hier machen? Was habe ich jetzt? Was gibt's denn hier? Gibt's da was für mich? Mona, was machst du denn hier? Mona? Essen? Gibt's denn hier keinen Typen, der mal irgendwie. Was macht denn Mona? Grüße, oh Reisender. Ich Schreiner. Muss zugeben, dass ich unter so vielen. Er ist Schreiner. Gibt's denn nichts mit Waffen oder so? Oder bin ich gerade blind? Nein, in der Tat, ich bin blind. Hier, oder? Das ist die Tuster, oder? Achso, das ist eine Tuster. Es gibt eine Schmiedestelle, aber die ist nicht hier oben drin. Was ist der hier oben? Wir haben diese die Bank für die draußen. Ewigkeit gebaut. Gildenladen, okay. Grüße. Okay, auf los dann. Weiter. Okay, ja, dann ich würde hier lang gehen jetzt. Wo das ich würde da rausgehen. Ja, da. Genau. Nee, falsch. Rechts. Weil das näher ist, das was rechts ist. Ach, da ist noch mehr rein, ja, stimmt. Morseli, okay. Wir hängen Diebe nicht, wir häuten sie lebendig. Oh, lecker. Wir hängen Diebe nicht, wir häuten sie. Lecker. Wir häuten sie und dann essen wir sie. Azlaka. Okay. Sollen wir die auch noch annehmen? Ja, sollten wir. Friede sei mit euch, ihr Ahnen. Welcher Fluch stört eure Ruhe? Die Seelen der Toten sind unruhig. Mhm. Uralte Krieger, die in Schlachten gegen die Bretonen gefallen erheben sind, sich erheben nun. Sich nun. Wer ruft sie an? Das ist sicher bei Spider-Man, und warum? Hat kein Netz. Wer ruft, oh mein Gott. Wer ruft sie an? Mit Telefon, oder gibt es geil, etwas, was Schwein ich wundere? Ihr gehört zu den Neuankömmlingen. Jemand anderes aus eurer Gruppe, der Magier Neramo, zog auf einen Erkundungsgang los. Sucht ihn und findet heraus, was er gesehen hat. Was? Der Spinnentyp ist das, oder Neramo? Hm. Wo kann ich seine ihn finden? Seine Magie erlaubt es ihm, unentdeckt an den Geistern vorüberzugehen. Ich vermute, er wird versuchen, die inneren Ruinen zu erreichen. Sucht ihn dort an der Schwelle, jenseits der Felder, wo die Toten umgehen. Ich werde schauen, ob ich ihm helfen kann. Okay, jenseits der Felder. Seid vorsichtig. Verdorbene Magie liegt in der Luft. Vielleicht kann euer gelehrter Freund etwas Licht auf dieses dunkle Geheimnis werfen und euch dabei helfen, seine Quelle zu vernichten. Ihr kennt die Ruinen gut. Die Eileiden, die manche auch die Wildelfen nennen, haben mich schon immer fasziniert. Sie sind schon lange verschwunden, doch auf Betnik sind ihre Ruinen erhalten geblieben. Durch sie können wir erfahren, wie sie vor so vielen Jahren gelebt haben und wie sie gestorben sind. Ist die Forschung nicht eine ungewöhnliche Berufung für einen Ork? Wir sind nicht alle Krieger und auch ganz und gar nicht die Wilden, für die uns Fremde halten. Einige von uns schwingen die Feder ebenso gut wie andere den Kriegshammer. Ah, alles klar. Das heißt, wir müssen dann da hinten bei Morseli auch noch, können wir direkt dann die Quest auch noch machen, was? Bist du schon da vorne? Was machst du denn da vorne? Ich schlachte hier die Geister ab. Ach so. Was für ein Level haben die denn? Nichts, was man nicht handeln könnte. Sechs? Ja, genau. Das ist, glaube ich, eh. Das ist die Quest, die wir jetzt machen, und die Neramon-Quest, die gehen ineinander über. Also. Ja, cool. Das ist mit jeder Quest, die du hier kriegst. Da kann deswegen ich mal, ne? Ist es. Ja, brauchst du Hilfe? Nö. Hast du jetzt mit draufgeschlagen, du Arsch? Ja. Ich hab gesagt, ich brauch keine Hilfe. Du mit denen fertig bist, hab ich schon dreimal jemanden getötet. Verpiss dich und dann renn ich dir hinterher, damit du dich nochmal verpissen kannst. Hier los. Was macht denn der jetzt hier? Er vermiest uns die ganze Masche hier. Ah, guck mal, hier eine Machtrune. Abdrehstag. Ich hab völlig übersehen. Was kann das Ding hier? Was ist da rum? Das ist hochgefahren. Ektoplasma. Ahornschild. Also ich bin schon bei Neramo. Ah, Neramo. Mann. Neramo. Na, hier liegen die Toten noch rum.
Hast du dir eigentlich die Scherbe geholt, gerade eben, wo wir waren? Mo, nee, scheiße. Oh. Nee, hier zu mir, da ist eine. Hinten war, war da noch eine hinten? Ja, da wo wir gerade am Anfang waren, war auch eine. Toll. Sag doch was. Muss mal mehr auf die Karte gucken, mein Freund. Ich hab schon wieder einen Fähigkeitenpunkt. Was mach ich denn? Himmelscherbe absorbiert. Schwere Rüstung, mach mal was. Entschlossenheit. 1% müssen wir jetzt hier rein, oder was? Grundlegende Magieresistenz. Morselibung, kann ich das nicht öffnen? Boah. Bam! Das bringt nichts, wenn du die fesselst und dann versuchst ranzuziehen, ne? Doch, weil das Fesseln, das Ranziehen nämlich auch nochmal Schaden gibt. Ja, ja, sicher, aber. Ach, guck mal, da, so die tust du mal was ansprechen. Typ. Ach, da ist der Typ. Ah, mein alter Freund. Konnte dir einer weiteren Erkundung nicht widerstehen? Nee, konnten wir nicht. Seid vorsichtig. Diese könnte ein wenig gefährlicher sein. Verdorbene Nekromantie ist hier am Werk. Ich hörte schon, dass ihr hier wärt. Was geht hier vor sich? Die Geheimnisse von Nirn erstrecken sich über die Dwemer hinaus. Die Aileiden faszinieren mich gleichermaßen. Ich musste diesen Ort unbedingt mit eigenen Augen sehen. Das derzeit verblüffendere Geheimnis dreht sich jedoch um die Orkgeister. Selbst ihr müsst die geisterhaften Gestalten auf dem Feld bemerken. Nee, hab ich gar nicht bemerkt. Das ist kein gewöhnlicher Spuk. Etwas holt sie zurück und bindet sie dort. Ich schätze, die Antwort liegt in den Katakomben. Vielleicht sollten wir Nachforschungen anstellen. In der Tat solltet ihr das. Die Ruine ist magisch versiegelt. Doch das ist nur ein kleines Hindernis. Ich werde die Tür für euch entsiegeln und auf eure Rückkehr warten. Genau. Ich forsche am besten in Sicherheit. Ich bin bereit. Genau wie in alten Zeiten, nicht wahr? Ich habe gern so einen nützlichen Verbündeten bei mir. Assistenten? Ja, ja, du Spaß. Ich bin gar kein Assistent. Die richtige Anwendung von Magie auf diese Steine und der Weg ist offen. Shazam, ich muss nur die Handbewegung machen, also schon offen. Was für ein Noob, der muss zaubern. Wir können einfach reingehen. Ja, richtig, genau. Was muss ich machen? Will E drücken? Kriegsrufer Targot. Reden. Ihr gehört nicht zu ihnen. Ihr habt den Makel nicht. Helft uns. Befreit uns von dieser Qual. Wer seid ihr und was geht hier vor sich? Ich bin Targot, Kriegsrufer der Steinwölfe. Kultisten haben mein Grabmal und die meiner Krieger geschändet. Die widerwärtige Priesterin Drusilla führt den Kult an und zerrt unsere Geister zurück in dieses Reich. Wie macht ihr das? Zu Lebzeiten trug ich ein magisches Kriegshorn. Meine Soldaten gehorchten ihm und hörten seinen Ruf über alle Grenzen hinweg. Drusilla verwendet es nun, um meine Krieger von jenseits ihrer Gräber zu rufen und sie zwingt ihnen ihren Willen auf. Oh. Wie kann man die aufhalten? Sie ist unten in den Kammern. Tötet sie, bevor sie meine Soldaten gegen unsere Nachfahren schicken kann. Das wird mich von ihrem Bann erlösen. Dann kann das Horn meinen ehrbaren Kriegern ihre verdiente Ruhe zurückgeben. Okay, ich werde sie finden und werde sie töten. Da hinten muss ich hin. Ja, okay, ist der einzigste Weg. Der Pillow läuft schon wieder so weit vor. Nee, wir sind falsch gelaufen. Was ist hier? Das Innere von Morseli. Ja, das ist ja falsch. Wir Warum? Müssen zur unteren Kammer. Achso. Und bei dem inneren Ding ist die andere Quest? Nee, da kommen wir raus. Wieso? Aber untere Kammer. Ist das die Tür schon da? Nee. Wo muss ich. Was? Hä? Ich versteh's gerade nicht. Ist doch schon da, oder nicht? Bücherregal. Immer alle Bücherregale durchklicken. Ja. Yeah, Haltung, Schneiderei. Nix Haltung, Rang. Nix Haltung, Rang. Haltung. Hm. Nix. Renn doch nicht vor, bitte. Ja? Ein kleiner Junge. Was fertig da oben? Ja, ich komm. Oh, ja. Scheiße. Ups. Ist sie das? Nein. So gefällt mir das. Du machst die Dinger kaputt. Hä? Sie ist. Ah! Sie ist für mich in die Wand gelaufen bei Was? Mir gespawnt. Geil. Yeah, ich habe ein Rezept gefunden. Cool. Schnupfeisen. Nee, Sumpfeisen, ey. Wo ist denn die Tuss jetzt da vorne? Komm mal her, Schätzchen. Ja.
Kram. So. Ah, ja, Kriegshorn nehmen. Ich will das Kriegshorn nehmen. Ich will es auch nehmen. Kriegshorn untersuchen. Nehmen. Sprecht mit Targottgeist. Sprecht mit Targottgeist. Targott. Da hinten ist einer. Da ist er doch. Idioten. Wo denn hin? Ihr habt mich befreit. Oh, ja, wir haben dich befreit. Meine Krieger flehen immer noch um ein Ende ihrer Qualen. Ja, vor uns stand er. Was wollten die Kultisten mit euren Kriegern? Ich habe gehört, wie sie die Ruinen von Karzogs Verderben erwähnt haben. Ganz gleich, was sie auch planen. Dort wird es stattfinden. Doch das betrifft mich nicht. Da ihr nun das Horn besitzt, befreit meine Krieger. Und wie? Bringt das Horn zurück an seinen angestammten Platz. Auf mein Grabmal in der nächsten Kammer. Dann werden meine Krieger wieder ruhen. Was wäre, wenn ich das Horn mal halte? Dann verdammt ihr meine Krieger zu weiterer Schande. Ihr habt doch gewiss mehr Ehre im Leib. Wir gehören nicht mehr in dieses Reich. Unsere Schlacht ist vorüber. Lasst uns Frieden finden. Ich verstehe, okay. Was bringt denn dieses Horn denn? Wo habe ich das denn überhaupt? Habe ich das nicht im Inventar? Hm? Das kann ich also gar nicht benutzen, oder? Hallo? Warte doch mal, ich will mir was am Ausprobieren. Und was? Willst du die Leiche schänden? No. Toll. Muss ich hinlegen. Ach, guck mal, hier passt das ganz gut, glaube ich. Ach, Kacke. Warte. Die Nein. liegt doch schon so breitbeinig, das ist doch viel cooler. Ja, aber... Warte. Ach, Quatsch. Toll. Komm. Stell dich richtig hin. Alter, ey. Komm jetzt, weiter geht's. Ja, okay. Das war wieder eine Folge Spaß mit Toten. Ganz toll. Erstmal Leichenschänden, ey. Hallo, die sind doch schon tot. Ja, deswegen... Da kann man nichts mehr schänden, das sind nur Knochen. Na toll. Noch ekliger. Ja, komm, wir platzieren das. Eure Bemühungen ehren uns, Champion. Champion, jawohl. Ich fühle, wie die Geister meiner Krieger wieder Ruhe finden. Ich werde ihnen folgen. Was kann das Schwert? Was meint ihr jetzt, wenn ich kann? Die Kultisten drangsalieren diese Insel immer noch. Ihr werdet sie sehr zu ihrem Leid wieder treffen. Nee, liegt hier rum. Deswegen. Wo liegt das hier rum? Wo liegt hier ein Schwert? Hier liegt Schwert herum und Bogen und Zeug. Ah, cool. Aber das kann nix. Das kann nix. Kannst du das Schild auch nehmen? Welches Schild? Das Schild, was ich gerade ausgerüstet habe, was völlig anders aussieht als da, was in der Wohnung liegt. Eine Keule, aber die bringen alle nix, die Sachen. War ein Großschwert. Ja, aber das hat auch nichts verzauberungsmäßig oder so. Aber es sieht cooler aus als mein jetziges. Auf wie? Geht's hier dann raus, oder was? Eingangshalle? Hier liegt auch noch ein Streitkolben. Ja, den hab ich. Was liegt hier? Ein Bogen. Was sind das? Alles mitnehmen. Sack durchsuchen. Na, mein Trumpf. Was brauche ich denn eigentlich für das Eingangshalle. Naja, egal. Ach so, jetzt sind wir hier. Ja, okay. Verstanden. Wer ist denn das da? Vinny Lacour. Neramo, müssen wir nicht mit ihm reden? Neramo? Nee. Landet Blutdorn. Da gehen wir raus. Verlasst Morisal, erreicht die Städte. Landet Blutdorn, so. Verlasst Moriseli, gequälte Seelen. Abgeschlossen. Ah, wer ist das denn? Azlaka! Azlaka.
Die Geister sind verschwunden. Ach, das ist die. Ihre tapferen Seelen ruhen wieder in Frieden. Sagt mir schnell, was ihr dort unten gefunden habt. Wir haben viel zu besprechen. Wir haben die Geister freigelassen. Doch. Was? Ich habe die Geister freigelassen. Doch. Karzox wäre... Verderben, oh mein Gott, ist das Ziel des Kults, ich kann nicht mehr lesen. Es wurden tatsächlich Kultisten bei Karzogs Verderben gesichtet. Ihre Absichten sind unbekannt. Ich werde für die geehrten Toten beten und dann zurückkehren, um mit dem Häuptling zu sprechen. Ich fürchte, wir werden alle brauchen, um den Plan des Blutdorns zu vereiteln. Okay, 122 Gold und ein geiles Schild. Quest abschließen, würde ich sagen. Ja, saugut. Rüstung 36 und 21 maximales Leben. Optimal. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ah, oh, da. Okay. Da ja, reinfallen. Alf, geht's zum nächsten Bereich. Warum kann ich hier schweben? Das macht keinen Sinn. Zu fett, um da reinzufallen. Deswegen kannst du schweben. Erreicht die Alidenstätte, aber wir machen jetzt erst untersucht Düsterfeld, oder? Ich. Wo ist die andere Himmelsscherbe? Wir gehen zu der einen dahin und dann müssen wir eh dahin, wo wir vorher waren. Also wir gehen quasi jetzt eine äußere. Eine Himmelsscherbe ist hinter uns, ne? Die hast du doch schon. Ach, das ist die ich schon hab, okay. Ja, alles was weiß ist, hast du schon an alle Plakaten. Alles was schwarz ist, hast du noch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dem Wegpunkt, der links ist, an der Küste da. Die Düsterfeld, meinst du? Wegschrein von Düsterfeld, genau. Was sind denn diese Steine hier? Interessiert mich mehr. Nichts. Ja, aber das ist Optik. Ganz toll. Wo läufst du hin? Hinter dir. Ach, wie schön die Natur. Und? Oh, wir sind falsch gelaufen. Was? Nee. Wir müssen rechts rum. Düsterfeld, stimmt doch. Oder wo willst du hin? Ich will zum Wegschrein. Zu welchem Wegschrein? Das schwarze Tor-Dingsbums. Achso, wir müssen einfach nur quer jetzt rüber gehen. Was, warum? Was ist das? Damit wir den erforscht haben und dann dahin hin, springen können immer. Zum Beispiel. Es gibt aber auch Erfahrung. Ah. 84, um genau zu sein. Cool. Yeah. Und jetzt? Oh, gehen wir den Weg weiter. Achso, okay. Düsterfeld entdeckt. Und da haben wir schon hier den Typen, der uns entgegenkommt. Orsakrokasun. Orsakrokasun. Einen Augenblick. Warum? Einen Augenblick. Bleibt genau hier stehen. Kein Zutritt. Befehl von Häuptling Tatskul. Woher sind all diese Zombies gekommen? Der Blutdornkult. Sie erwecken Zombies überall auf dem Friedhof. Ich bin hier, um die Leute von hier fernzuhalten, bis Kriegshäuptling Tatskul kommt und sie alle zermalmt. Macht ihr euch keine Sorgen darum, dass der Kult eine Armee erhebt? Ha, eine Armee? Das sind bretonische Zombies. Zerbrechliche kleine Leiber aus der Erde. Sie werden leicht zu vernichten sein. Falls euch trotzdem danach ist, Kultisten abzuschlachten, werde ich euch nicht aufhalten. Beginnt mit der Krypta in der Mitte. Ich habe da drin welche. Ich werde mal nachsehen. In Schwierigkeiten, dann seid ihr allein. Warum gibt es keine patronischen Friedhöfe? Ist egal. Sollte ich noch irgendwas anderes lesen? Ja, du hast so ein bisschen über die Geschichte von der Insel, aber da kann ich auch erzählen. Die hieß nicht Betnik früher, die hieß auch irgendwas mit B, aber war aber eine bretonische Insel, keine Ork-Insel. Und dann sind die auch gekommen, haben alle abgeschlachtet hier und dann, ja. Ach, ja. Ist ja cool. War es dann eigentlich auch schon. Okay. Aber wir kriegen gleich noch eine Mission, wo wir das, wo du das eh erfährst, die du spielst. Weg vom Brain! Fette Würmer und Würmer. Geil! Lecker, lecker. Dahinter. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Ach, hier. Verkleidung. Ach, guck mal, die Verkleidung ist schon mal gut. Warum? Ich habe ein Rezept gefunden. Leider mich hier mal als Kultist, dann muss ich hier nicht kämpfen. Echt? Was können wir denn hier machen? Coolie. Untersuch die zentrale Krypta. Ja, gehen wir doch dahin, oder?
Wohin? Hä? Moment. Ja, dahinter, von da geradeaus einfach, oder? Ja, ja. Guck mal, ja. Da ist auch noch ein Schrein. Hey, die greifen doch gar nicht an. Was willst du machen? Warum machst du das? Die hat mich angegriffen. Gar nicht. Guck mal, jetzt ist dein Ding wieder kaputt gegangen. Egal. Wir müssen außerdem dahinter. Da ist auch dieser, da ist auch die nächste Scherbe. Brauch nicht immer deine Ausdauer. Wir brauchen nicht immer deine Ausdauer. Ja, Mama. Ja, du brauchst sie besser, mehr als ich. Himmelscherbe. Nimm mich. Fähigkeitspunkt erhalten. Nein, hatte ich schon. Weil ich die andere genommen habe. Himmelsscherbenjäger von. Ich hab schon alle drei. Gibt's nur drei hier oder was? Okay. Nur drei Scherben hier. Okay. Krass. Frederik Liniel. Warte bitte mal. Ach guck mal, da kann ich das denn dann aufwerten. Ah. Jetzt, ich verstehe. Okay, 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 okay. Alter, kann ich alles auf... Oh, krass. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde die dunkel... Was ist denn das? Drachensprung. 94 Schaden. Boah, wie krass. Ich glaube, ich mache Drachensprung. 20 Meter Reichweite. 150 ultimative Kraft. Das ist viel. Rain. Ah, krass. Das ist jetzt ein R-Ding. Hast du auch schon so eins? Könnt mir eine Ultimate-Fähigkeit nehmen, ja. Was bringt mir das? Wird die wieder aufgeladen eine Zeit lang, oder was? Ja, wenn du Attacken machst. Ah. Siehst du dann unten links, ist dann so eine Prozentleiste. Wo bist denn du jetzt hin? Da reingegangen? Hier unten drin, ja. Kann ich diese anderen Dinge, kann ich nur aufwerten, wenn ich Fertigkeitspunkte habe. Okay. Und jetzt müssen wir die abschlachten. Nein, du gehst einfach zum Grab und dann kommt ein Geist. Ach, guck mal da, ja. Frederik Liniel. Seid gegrüßt, Fremder. Ihr seid kein Kultist. Ja, das bestimmt. Helft uns, diese Nekromanten zu besiegen. Wie sollen wir die denn besiegen? Den Stab von Arkai. Eine mächtige Waffe gegen die Untoten. Ihr müsst den Stab zuerst aufladen und ihn dann einsetzen, um die widerlichen Abscheulichkeiten zu vernichten, okay, die von diesen Nekromanten beschworen wurden. Wie lade ich den Stab auf? Die Frevler setzen finstere Magie ein, finstere Magie, um die Toten zu erheben. Stört ihre Rituale und entfesselt diese Energie. Der Stab von Arkai wird sie in die nötige Macht verwandeln, um ihre finsteren Schöpfungen zu vernichten. Okay, noch Fragen, wer die ist. Zu Zeiten war ich eine Priesterin Arkais. Viele Jahre diente ich König Renwick. Ich war bei ihm, als die Wellenbrecher Orks hier einfielen. Wir sind gemeinsam von ihrer Hand gestorben. Okay. Alles klar, mehr wollte ich nicht wissen. Ach, guck mal, den Stab muss ich jetzt nehmen, ne? Richtig. Nun, was haben wir hier? Ach so, und dann mit der muss ich dann das aufladen lassen. Ein Spaziergang? Genießt ihr die Landschaft? Ach, das ist die Larissa. Was macht ihr denn hier? Ich erkunde nur die Insel. Ich bin auf diese netten Gesellen gestoßen, die Gräber schänden und habe beschlossen, ein paar von ihnen zu töten. Oh, das ist aber schön. Ich habe einige Roben in dieser Tasche gesammelt. Nehmt eine, wenn ihr möchtet, dass die Zombies euch in Ruhe lassen. Dankeschön. Ich jage Kultisten, während ihr da mit eurem Stab herumspielt. Wenn ich noch weitere Roben finde, werde ich sie für euch übrig lassen. Also super. Diese Nekromanten sind widerlich. Aber sie wissen sich... Ich bin jetzt irgendeinem anderen Typen hinterhergelaufen. Und bevor Pillow jetzt weiterläuft, muss ich leider sagen, den Stab werden wir in der nächsten Folge erst aufladen. Genau, ihr hört schon. Die Laute erklingt wieder. Die Laute, ich würde sagen, das wird jetzt unser... Start und Stopp jeder Folge sein. Und wir zwei mit der tollen Kapuze, was so echt stylisch aussieht, sagen Dankeschön fürs Zuschauen und bleibt geschmeidig. Geschmeidig, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.